Willkommen beim Anfang der neuen Folge Europa, was geht? Rate, ach ja. Eine Sensation. Da muss noch ein Würstel irgendwo vorkommen. Ich hasse Mozart. Es wird einem die gute Laune aufgezwängt. Dann spiele ich noch ein Solo auf Peters Zauberflöte und danach wird gekugelt. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Abonnieren und vielen Dank fürs Glocke. Aktivieren. Wir sind in Wien, der Hauptstadt Österreichs, einer der Style- und Kunsthauptstädte Europas. Wien, Vienna. Diese Stadt hat gar nicht mal so viele Namen. Wir sind unterwegs zu einem Allergiker-Café, wo wir erstmal ein kleines Frühstück uns reinkloppen werden. Wir haben heute vieles vor. Es ist die zweite Folge von Europa, was geht. Es ist ja auch erst Ende Herbst. Nee, es ist so Mitte Herbst. Und ich denke, für eine richtig gute Serie, da muss man sich auch Zeit lassen für die einzelnen Folgen. Es ist so eine, eigentlich eine klassische Miniserie, die wir hier drehen, oder? Mini ist so sinnbildlich für den Geduldsfaden der Zuschauer, jeweils wenn die neue Folge rauskommt. Ich glaube, im Allergiker-Café gibt es richtig geilen Kuchen. Ich glaube, da gibt es so richtig perverses. Also die Österreicher haben ja eh eine schwierige Küche. Also schwierig, ich meine, es ist schon lecker, aber es ist halt... Also das einzige Ziel, habe ich das Gefühl, wenn man ein österreichisches Rezept entwickelt, ist einfach, wie schaffe ich es auf möglichst engem Raum wenig Vitamine mit viel Kalorien zu vereinen. Ich weiß auch nicht, was die Österreicher so körperlich machen, wofür sie diese immensen Mengen an Energie benötigen. Ich weiß auch nicht, warum überhaupt irgendein Österreicher über 40 Jahre alt wird. Also das Schnitzel zum Beispiel ist, finde ich, so ein Beispiel für ein Gericht, was einfach eskaliert ist. Also man nimmt ein Stück Schweinefleisch, schneidet es auf, bis es fast ganz durchgeschnitten ist. Dann klappt man es auf, haut eine halbe Stunde mit dem Hammer drauf. Und dann paniert man es noch, damit die Oberfläche möglichst groß ist, schmeißt es in heißes Fett. Und wenn man ganz viel Glück hat, gibt es noch so ein halbes Milligramm Petersilie drauf. Und ich glaube, von dieser Petersilie beziehen Österreicherinnen und Österreicher 100% ihrer Nährstoffe. Das war einfach nur ein weißes Viereck. Ja, mega cool. Du bist die Besitzerin? Eine davon, genau. Zusammen mit meiner Mutter, der Magda. Und ihr habt das Allergiker-Café gegründet, weil du eine Allergie hast, oder? Meine Mutter vertragt, also sie hat Zöliakie. Das gar keine Spuren vom Gluten essen. Ja. Und vor 10 Jahren habe ich mein Diplom an der Angewandten gemacht. Und das war so ein fiktives Konzept für Leute, die das Unverträglichkeiten haben. Oder ach so, also das war eigentlich eine Abschlussarbeit, genau, des Studiums. Genau, von der Kunst-Uni und da habe ich halt so, was weiß ich, das Logo und das Leitsystem. Und ach krass. Tortenkatalog und solche Sachen gemacht. Ich glaube, noch nie ist irgendwas dermaßen Praktisches aus einem Kunststudium entstanden. Das ist ja total... Hast du auch diese Bilder etwa gemacht? Ja, das ist auch von mir. Ey, okay, warte. Es geht zwar um Essen, aber ich kann mich kurz eine Minute zurückhalten. Darf ich mal kurz... Also es ist ja ein Allergiker-Café. Mhm. Mir fällt jetzt als erstes auf, hier ist eine Katze abgebildet. Ja, wir haben nun mal noch einen Hund hier. Okay. Es geht um Lebensmittelallergie, okay, und Verträglichkeit. Okay. Also Tiere dürfen rein. Wie lange kann eine Katze so durchhalten? Also ich habe eine Katze, ich bin mit einer Katze aufgewachsen, die wäre eine halbe Sekunde so geblieben. Danach wäre mein Gesicht komplett blutig gewesen, glaube ich. Ich glaube, die Katze hat das vielleicht sogar recht lange durchgehalten. Es ist nur recht schwer, also vielleicht wäre es irgendwann, wäre es in die Arme gegangen, glaube ich. Aber krass. Du hast es dieses Jahr gemalt. Ja, genau. Also ich glaube, wenn die Bilder so gut sind, dann sind die Kuchen eine absolute Sensation. Ja, wolltest du was kosten? Ja, sehr gerne. Also ich kann kein Gluten essen und Thomas verträgt nicht unbedingt Milch und Soja. Okay.
Okay, ja, sojafrei ist auch alles. Und milchfrei ist zum Beispiel die Linzer Torte, die Mohntorte, die Sachertorte, die Zwetschgentorte. Ich finde ja Linzer Torte, findest du, ist es wirklich eine Torte? Ist es nicht einfach ein riesiger Keks mit Marmelade, ganz ehrlich, unter uns gesagt? Ich finde Kekse immer so unbefriedigend, weil sie so klein sind. Deshalb finde ich schöner, sie Torte zu nennen. Wir halten fest, die Linzer Torte, das ist ein Marketing-Scam der Stadt Linz. Aber gut gemacht, Linz. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann euch anbieten, dass ihr ein halbes Stück von einer und ein halbes ja, Stück von der anderen. Ja, das wäre super. Nehmen. Dann nehmen wir gerne ein halbes Stück von der Sachertorte und ein halbes Stück vom Käsekuchen. Ja. Einfach so ein Ritt durch die Kuchenplatte. Wo willst du dich hinsetzen, Thomas? Unter welches Bild? Unter die hübsche Frau natürlich. Was genau macht sie auf? Ist es ein Mixer? Macht sie ein Smoothie? Ja, ich glaube, sie macht verträumt einen Smoothie. Das bin eigentlich ich, everyday. Ich mag an Wien auch, dass die Leute so ganz klar ihr eigenes Ding hier machen. Also die sind ja auch so weit weg von allem, was im deutschsprachigen Raum sonst noch so stattfindet, dass es ihnen auch irgendwie egal ist. Also die wissen auch, viel cooler wird es nicht im Umkreis von 600 Kilometern. Und die ziehen jetzt einfach ihr eigenes Ding durch. Also wenn die glutenfrei essen wollen, dann fahren die nicht nach Berlin. Die bleiben hier. Die backen ihre eigene Torte. Ach guck mal, dich gibt's auch als Menü. Tom, the delicious fruity fluffy waffle man. Oh, wow. Das habe ich jetzt, weil die wir uns ausgelassen hätten, noch addiert. Das ist Mohn- und Ribisselschaumschnitte. Mohn- und Ribisselschaumschnitte. Was? Johannes. Das ist mein Spitzname. Ribissel? Schaumschnitte. Ja. Hast du den Sachen eigentlich die Namen gegeben? Also bist du verantwortlich für Tom, für Tom, ja. The Delicious Fruity Fluffy Waffle Man? Er heißt ja auch Tom. Ah, ja. Genau. Es ist gar nicht so leicht, die Torten zu benennen. Also wir haben hier zum Beispiel Momo, der Mann im Mond, Antonia, das ist die Sachertorte, das ist Vivian, die Schaumschnitte, Birgit ist die Linzertorte und Sissi ist die Topfentorte. Und ich bin die Häsel, die kleine Powererbse vom Dienst. Ja, super. Gibt es auch eine Franka? Nein, eigentlich. Das bräuchtest du. Was wärst denn du für einen Kuchen, wenn du ein Kuchen wärst? Ich weiß es leider nicht. Ich habe am Anfang auch so im Diplomarbeit gab es sogar einen Tortentest, um herausfinden konnte, welche Torte man isst. Die habe ich aber nicht programmiert, also das ist noch ausständig. Das klingt wie ein sehr seltsames Diplom, um ehrlich zu sein, wo man dann noch so einen Test machen muss. Welche Torte bist du? Ich glaube, vielleicht... Ich dachte mir, das ist die nächste Dating-App oder so. Man kann dann so eine perfekte Torten, geschmackliche Kombination gegenübertreffen. Pie-Ship. Das ist gut. Das sieht super aus. Ach, habe ich jetzt so einen Hitler-Shirt? Ja. Das ist super lecker. Schmeckt gut. Ja. Antonia, die Sachertorte. Ich habe noch nie in meinem Leben Sachertorte gegessen. Ich habe keinen Vergleichswert. Auch wieder wie so ein Glas Schnaps. So richtig schön suppig. Du beißt so rein und trinkt einen Schluck. Dankeschön. Also bis jetzt eine Sensation. Ja, bis jetzt. Was hat sie gestartet? Schoko und Mohn. Ja. Und wie kriegt ihr das hin, dass die Kuchen so saftig sind? Das ist einfach alles super Qualität von den Zutaten. So Bio-Eier und Zotterschokolade. Eben aus der Umgebung, möglichst regional alles direkt dazu. Und wir backen und essen gerne, das heißt, wir sind halt selbst sehr kritisch und es muss alles gut schmecken. Genau. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also ein Bäcker, der nicht gerne isst, dann bin ich skeptisch. Der schmeckt mir bis jetzt sogar am besten. Krass, das ist ja super lecker. Was geht denn ab? Ich reite voran zur Linzer Torte. Das ist echt wie so eine Verschwörungstheorie der Stadt Linz, dass es eine Torte genannt wird. Guck mal, was daran ist eine Torte. Ich finde es super lecker, aber es ist halt einfach keine Torte. Ich nenne ja auch nicht einen Butterkeks, eine Sahneschnitte.
sehr gut. Ich würde sagen, ein Cousin des Zimtsterns. Was mich sehr positiv überrascht bei all diesen Kuchen hier im Allergiker-Café, ist, dass sie nicht so grotesk süß sind. Ich hasse das, wenn Kuchen so süß sind, dass man so, sich so klebrig fühlt im Mund. Aber es ist echt richtig lecker. Und also abgesehen davon, dass ich nie Gluten vermisse, vermisse ich es hier wirklich gar nicht. Mir schmeckt der da am besten. Nimmt einfach alle Leute. Sie sind eigentlich alle besser als fast alle Kuchen, die ich jemals hatte. Und ich sag das nicht, also wir kriegen die auch nicht geschenkt oder so. Wir sind echt einfach nur hier zu Gast. Wir sind ja eh so schlecht an der Sponsorfront. Also das ist wirklich unangenehm, wie schlecht wir sind. Wir haben einfach gar keinen Sponsor, nie. Weil es auch einfach, wir sind einfach zu faul. Also falls ihr irgendeine Firma habt mit einem coolen Produkt, das zu uns passt, es tut mir leid, das wird nicht passieren. Wir wollen schon, aber wir kriegen es einfach nicht hin, mit euch zu arbeiten. Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, sehr dicht auf. Nummer 4, Nummer 5. Ich kümmere mich jetzt noch darum, dass dieser Kuchen verschwindet. Und dann geht's weiter, um uns ein bisschen Kultur anzuschauen. Ins Mozarthaus mit Peter Kleen. Auf den Spuren von Mozart stehen wir in einem Pferdestau. Für alle, die nicht aus Österreich kommen, falls ihr den nicht kennt, ihr habt echt was verpasst. Er ist eigentlich ein bisschen so wie Fabian, Lutz und ich für die Heute-Show, war er für Willkommen Österreich, oder? Er war so der hilarious Reporter on the field. Mhm. Und er ist auch wirklich mega cool. Also ich finde ihn auch, ich muss mich immer zusammenreißen, dass ich nicht lache. Also im Privaten lache ich natürlich, aber ja, also ich kann ja nicht jetzt die ganze Zeit mir in die Hose machen vor Gelächter. Wo geht's denn hier zum Eingang vom Mozarthaus? Ich glaube, wir sind dran vorbeigelaufen, ich weiß aber nicht. Ich versuche mal, mich wie Mozart zu fühlen. Ich suche meine Wohnung. Wahnsinn, wenn man da dreht. Nein! Alter, Herrgott, früher. Auf den Spuren von Mozart treffen wir einen wahren Künstler. Ja, ich übernachte ja jedes zweite Mal hier. Super schön, dass ihr mich besuchen kommt. Ja, cool. Auch so spontan, dass wir dir einfach ja, unglaublich, aber dass ihr mich gleich erkannt habt. So, weil ja, es ist ich ja euch sofort. Niemand. Es ist ja sonst niemand unterwegs in den Straßen von Wien. Diese Frau, da dachte ich noch, das bist vielleicht du. Aber dann dachte ich, so eine Tasche, das hat der Peter selten dabei. Ich habe bei dem jüngeren Mann habe ich gedacht, das bin vielleicht ich. Ach so, du aber dachtest, du wusstest selber nicht, wer du Nein, bist. Nein, es ist doch relativ früh. Weißt du, wo der Eingang ist vom? Ja, das ist gleich da vorne ins Haus hinein, rechts. Ja, super. Hier hinein, glaube ich. Ja, super. Oh, und hier hat der Mozart gelebt. Mozart war auch kein. Hier hat er gelebt. Hier hat er gebumst. Ja, er war ja ziemlich ordinär. Ne? Aber ich glaube nicht, dass Mozart viel gebumst hat, oder? Das glaube ich schon. Echt? Na, ganz sicher sogar. Also ich meine, das kann man, glaube ich, auch in den Briefen ein bisschen so lesen. Ah ja? Ja. Was denkst du, was er war interessiert, er war nicht uninteressiert. Ja, also ich finde auch die Mozart-Kugel, das spricht schon für einen sehr flippigen Charakter. Ja, für einen Charakter, der den weiblichen Formen zugetan ist vielleicht. Vor allem den Kugeln des weiblichen Körpers mit Füllung. Genau, aber auch den Kugeln des männlichen Körpers mit Füllung. So, ich glaube, wir haben uns auf ein gutes Mozart-Niveau. Ja, das war's. Ja. Danke, Peter. Danke. Jetzt spiele ich noch ein Solo auf Peters Zauberflöte und danach wird gekugelt. So, wir drehen jetzt leider die Kamera ab. Gut, Ja, ich glaube, es ist nicht hier. Das ist ja ein komisches Treffen. Ich glaube wirklich, dass es nicht hier. Aber ich glaube, es ist das Haus. Aber ich sage es ganz offen, ich war noch nie hier. Ja, ich sage es ganz offen, ich hasse Mozart. Kommt nur weiter ins Mozarthaus. Hallo, guten Tag. Oh, siehst ja ganz schön scheiße aus, Peter. Ja, danke. Jetzt noch schlechter als vorher. Ja? Aber jetzt können wir uns eigentlich sehr nah kommen, oder? Jetzt können wir. Ja, jetzt ist. Ja, jetzt,
Das muss drin sein. Will man kurz Hände waschen? Ja, darf ich mit aufs Männerklo? Fürs Bild? Ja, ich kann aber auch sonst. Hm? Das hier ist ein Urinal. Ach. Ja. Kann man einen stehen, seine Notdurft verrichten. Welches Lied von Mozart singst du am liebsten, wenn du dir die Hände wäschst? Kann ich nicht lernen. Fenchen klein. Also ich bin jetzt echt sehr begabt. Das klang jetzt gar nicht schlecht. Freut mich natürlich, dass Sie heute hier sind bei uns alle. Wir stehen jetzt hier im Mozarthaus Vienna. Eines der Apartments, in denen Mozart gelebt hat, tatsächlich, als er hier in Wien war. Ist jetzt nicht allen bekannt, er hat 10 Jahre in Wien gelebt, die letzten 10 Lebensjahre. Die besten 10. Die besten 10, die produktivsten wahrscheinlich auch, tatsächlich. Ja. In diesen 10 Lebensjahren ist er allerdings 14 Mal umgezogen hier in Wien. Das war dann auch der Grund, warum er es nicht ganz so lang gemacht hat, oder? Er hat sich wahrscheinlich... Also ich glaube, wir würden heute, also wir wissen, was es heißt, umzuziehen ist kein Spaß. 14 Mal, davon hat er eben hier in dieser Wohnung 2,5 Jahre gelebt, also... Gut, er hat keine Waschmaschine gehabt, ne? Das war einfach. Genau. Ein Grund, warum Mozart so oft umgezogen ist, ist tatsächlich, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, bei so einem Genie wie Mozart, er hat sehr gerne Freunde eingeladen und war sehr laut am Abend und in der Nacht viel Musik gemacht. Die Nachbarn haben sich beschwert, er musste ausziehen. Asozialer Punk. Künstler halt. Ja, Künstler. Wir haben ja theoretisch gesehen 3 Stockwerke, aber Mozarts Wohnung an sich war im 1. Stockwerk. Wollen Sie einfach schnell von oben nach unten so ein bisschen durchgehen oder wollen Sie nur zur Wohnung gehen? Ich glaube, die Wohnung reicht. Ich glaube auch, ja. Perfekt. Müssen wir auch mal einstocken. Ja, wir müssen jetzt nicht auf. In den anderen Wohnungen haben nur unbekannte Leute gewohnt. Ja, da waren nur die Leute, die Pakete entgegengenommen. Absolut. Die waren nur Amazon-Bedienstete. Nur scheiß Normalos. Absolut. Das interessiert uns nicht. Wer hat denn hier alles gewohnt? Also der Wolfi hat hier gewohnt? Genau. Also natürlich Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Frau Konstanze. Muss man immer sagen, Wolfgang Amadeus Mozart, weil ich finde, wir wissen ja, er ist ein Genie. Wir haben es verstanden. Also er muss jetzt nicht auch noch Wolfgang Amadeus. Ich finde, er könnte auch Sepp oder so heißen. Sepp Mozart. Natürlich wäre dann weniger beeindruckend. Aber muss man immer Wolfgang Amadeus Mozart nennen? Ich würde sagen, nein. Man muss es sicher nicht machen, aber damit wir auch wissen, von welchem Mozart wir reden. Mhm. Aber wir kennen uns ja jetzt aus, deswegen sagen wir jetzt einfach Mozart. Mozart hat mit seiner Familie hier gelebt. Ja. 6 Kinder hatte er. 6 Kinder hat er, aber wie es halt damals war, leider nicht so viele überlebt. Ja. 4 Kinder sind gestorben, 2 wurden erwachsen, 2 Söhne, hatten aber wiederum keine Kinder. Also, falls Sie sich fragen, gibt es noch Nachkommen vom, nicht vom Sepp Mozart, sondern vom Wolfgang Amadeus Mozart? Nein. Also leider gibt es keine Nachkommen mehr. Aber deswegen generell... Das ist jetzt auch in Österreich, ne? Und deswegen hat die Wohnung da... Also die war ja nicht im Besitz, ne? Das war eine Mietwohnung, genau. Also das ist auch immer ganz wichtig zu wissen, weil, ja, ich meine, heute könnte man wahrscheinlich sagen, so ein Star kann sich sicher eine Wohnung leisten, aber wir dürfen nicht vergessen, Mozart war ein Bürger, also ein ganz Normalo, würde man jetzt mal sagen, kein Fürst und so, und damals war es wirklich schwierig, eine Wohnung zu kaufen. Haydn hat es geschafft. Haydn, der war ja tatsächlich so lange bei den Esterházys angestellt, so berühmt schon zu Lebzeiten, der hat sich ein Haus gekauft in Wien. Mozart hat immer nur gemietet. Ach, kann man dieses Heidenhaus anschauen? Auch? Kann man es auch anschauen, ja. Hm. Ja. Spät. Das nächste Mal. Wir sind jetzt hier. Gut, muss man sich mit Mozart mitnehmen. Auch wenn es schwer fällt. Aber Mozart war sehr berühmt. Das heißt, wenn er auf die Straße gegangen ist, dann wollten die Leute schon mal auch ein Porträt mit ihm malen lassen. Ich weiß nicht, ob man so schnell einfach so ein Porträt auf der Straße malen kann, aber man hat ihn definitiv gekannt. Ja. Also das schon. Die Fotografie war nicht erfunden, ne? Ja, muss man ein Selfie machen. Eine tolle Zeit eigentlich für einen Star. Cool. Hat man echt noch Ruhe. Das war jetzt aber quasi das Wohnzimmer gewesen. Der größte Raum, also da glauben wir schon, dass das eindeutig das Zimmer war, wo halt die Gäste gekommen sind, wo sie Musik gemeinsam gespielt haben. Es stand ein Billardtisch hier, das wissen wir. Nur so zu groß für das Museum, deswegen haben wir hier keinen aufgestellt. Und was hier toll ist, dieses Holz, das ist noch original. Also das ist tatsächlich alt, deswegen steht auch überall, bitte nicht berühren. Sie sehen auch, was passiert, wenn man es berührt. Also das Gold geht da sehr schnell weg. Aber es hat Mozart selber berührt, aber ich, bis auf 2 Millimeter. Ich lese kurz ab. Was ist das dort drüben? Ist das Haydn? Ist
Brauche ich nicht, sie hat mir einfach. Nee, ja, du darfst auch nicht. Aber ein bisschen spüre ich was vom Wolfgang. Oh ja. Amadeus. Der muss hier seine Hand gehabt haben, ne? Wenn das das originale Haut ist. Tja, das ist die Frau von Mozart. Ja. Was soll ich sagen? Er hatte wenig Ablenkung von seiner Musikerarbeit. Also, nee, sie sieht nett aus, aber... Nett, das ist der kleine Bruder von Scheiße, ne? Ja, es ist eher so der große Bruder in diesem Fall. Aber hier steht auch noch, dass es eventuell Constanzes jüngere Schwester ist. Ah ja, okay. Also Mozart wusste nicht genau, mit wem das da zu tun hat. Es gab ja auch keine Glühbirnen. Es war ja dunkel die meiste Zeit. Ja. Zwei liebe Schwestern, kann schon manche Verwechslungen kommen. Eine gereiste Jahrhundert. Ich finde das lustig mit ihren Aussagen, kommen sie der Wahrheit eigentlich immer relativ nahe. Tatsächlich hat Mozart nämlich zuerst die Schwester von Constanze gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Das kam aber nicht dazu. Und dann hat eben Constanze ihn geheiratet. Also tatsächlich, unsere mit der Schwester sind gar nicht so weit weg. Oh. Ich glaube grundsätzlich, man sieht halt nichts. Stimmt, das ist zu. Ja. Naja. Aber finde ich super, dass die noch mit Gitter ist, weil wenn man zu böse schaut, kann eigentlich nichts passieren. Ne? Ja, weil sie zu lange Augen haben. Ja, weil sie mit den Augen hier durchkommen. Geht nicht. So. Da hat er auch, ich glaube, die kleine Nachtmusik drauf geprobt. Ja. Erstes Schlaginstrument. Apropos erstes Schlaginstrument von Mozart. Das hier ein Porträt von seiner Frau. Just putting it out there. Es war eine dunkle Zeit, es gab noch keine Frauenrechte. Hier sehen Sie jetzt, wie klein das Schlafzimmer war. Das war das Schlafzimmer. Oh, wow. Also jetzt wirklich die Kinder und das Doppelbett, also das Ehebett quasi. Und die Leute waren ja früher kleiner, aber man würde nicht denken, wie klein sie waren. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da hat dann Mozart mit seiner Frau drin geschlafen. Das war wirklich eine sehr kleine Nachtmusik. Kann man mal ganz groß. Für Sie jetzt wunderbar hergerichtet, eine kleine Fläche zum Mozartkugeln machen. Es ist nämlich ganz einfach. Mozartkugeln, nur ganz kurz vorweg, gibt es noch gar nicht so lang, hat Mozart auch noch nie gegessen, wurden aber natürlich nach ihm benannt, weil ein Konditormeister in Salzburg irgendwas Werbekräftiges gebraucht hat. Ich dachte immer, der hat Musik gemacht, um die Kugel zu bewerben. Absolut. Damit er sie bei seinen Shows dann noch am Merchstand verhökern kann. Tja. So genau kenne ich die Geschichte. Das war tatsächlich der Konditormeister Fuß in Salzburg. Und der macht die Kugeln auch heute noch, also die Familie von dem, machen die immer noch per Hand. Es kommt darauf an, ob sie eine Mega-Mozart-Kugel machen möchten oder ob sie lieber zwei normal große, sagen wir jetzt mal so, machen würden. Da müssten sie bitte... Da kennen sie ja mal Hazel und Peter schlecht. Das sind natürlich beide. Ja, ich mache auch zwei. Ich finde eine Megakugel ist mir zu krass. Das ist mir zu schwierig, glaube ich. Ja, ich finde Lestzart ist Mozart. Perfekt, dann bitte einfach mal Material auseinanderschneiden. Zwei Hälften braucht man. Muss ich das schon rollen? Genau, also bitte jetzt müssen wir es zuerst, bevor wir es rollen, flach drücken. Wir brauchen eine flache Fläche, ist jetzt super deutsch. Ja. Damit wir dann das Nougat in die Mitte hineingeben können. Ach so. Das Nougat oder der Nougat? Also angeblich das, aber ich denke, im Deutschen ist es immer wieder schwierig mit solchen Wörtern, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja, ich sage das. Der, die das Nougat. Für eine Tirolerin schlagen sie sich eigentlich super. Ach, danke, also ich bin extrem froh, danke, das zu hören. Ich fühle mich weder bedroht noch angewidert. Ich finde es echt eigentlich sehr gut hier. Bitte? Nur das Marzipan vielleicht. Ach, nur das Marzipan. Wahnsinn, man merkt relativ schnell, dass Handwerk nicht meine eigentliche Begabung ist. Ich muss jetzt wieder zusammenrollen, das ist ja auch blöd, ne? Dass ich das geplättet habe. Das ist eine ziemlich dreckige Angelegenheit dafür, dass dein Name Clean ist. Clean. Ach, Clean, sagt man. Okay, genau. Schade. Ich habe ungefähr 40 Gags zum Thema Clean vorbereitet, aber dann ist dein Material halt besonders Clean. Oh, du bist schon weiter als ich. Ja, aber nur mit dem einen. Insgesamt bin ich sehr hinten. Das schaut mal top aus. Perfekt, das schaut gut aus.
Das schaut schon mal besser aus, als es begonnen hat. Okay. Ich bin so froh zu wissen, dass Mozart das nicht selber gemacht hat. Weil ich dachte mir jetzt echt, was ging denn mit dem Typen ab, dass der sich noch solche Kugeln immer gerollt hat. Reinknallt. Ja. Da gibst du dir die Kugel, ne? Ich glaube, das ist jetzt natürlich ein bisschen der falsche Moment, um das zu sagen, aber ich glaube, ich mag gar keine Mozartkugeln. Magst du Mozartkugeln? Geht so. Darf ich Sie bitten, einfach mit diesem Stäbchen eine der Mozartkugeln aufzuspießen und es so lange einzutauchen, bis die Mozartkugel komplett mit Schokolade überzogen ist. Okay. Und dann wieder am Teller vorsichtig ablegen. Sie machen das sehr gut, Katharina. Danke, wirklich. Ich bin ganz erleichtert. Machen Sie das nicht zum ersten Mal wahrscheinlich? Normalerweise mache ich es ja hauptsächlich mit Kindern. Also, wie? Heute ist ein bisschen schwieriger. Mit Kindern ist das ja vergleichsweise leicht, stelle ich mir vor. Ne? Aber mit so geklopften Erwachsenen. Aber jetzt tun wir nicht so lange rum. Einmal nur kurz ins Schokobad und adieu. Wow, super. Und deine sind schöner. Würde ich gar nicht sagen. Ich glaube schon. Ah doch, ich habe deine vorher nicht angeschaut, bevor ich gesagt habe, würde ich nicht sagen. Man weiß immer, dass ein gewisser Druck herrscht, wenn die Fingerspitze so ein gleißendes Weiß annimmt. Wow, schön. Oh, das schaut ja herrlich aus. Das sieht ja wunderbar aus. Ich bin ehrlicherweise froh, dass wir definiert haben, dass es sich um eine Mozartkugel handelt. Ich finde, es sieht nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, ich habe gerade das Messer zu drücken. So, hoppla. Ja, das will aber nichts Schlechtes über die Kugel sagen. Ja, und hier ein Patissiermesser. Leider ist die Kugel auch nicht gut. Also, ja, hat sich ein bisschen in den Boden gefressen, aber ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal. Es sieht sehr gut aus, finde ich. Ich finde... Ja, also, es hat sich ein bisschen verspielt, oder? Verschmiert im Inneren. Es sieht nicht ganz so... verführerisch aus. Wie ja, und meine sind mittlerweile, also jetzt, ich habe sie jetzt eine Minute in meinen Händen gehalten und es ist auch fragwürdig, ob man das noch so verkaufen könnte. Gott sei Dank sind deine Finger desinfiziert. Normalerweise würden wir uns füttern, die Umstände. Das Visier erlaubt es nicht. Das Visier erlaubt es leider nicht. Man muss sogar ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Mozartkugel aufs Visier klebt. Ja, ich wollte auch. Ja, absolut, das ist sehr tückisch. Also du musst hier nach unten Raum schaffen. Schmeckt besser, als es aussieht. Das ist eine Meinung. Wie ist deine Meinung? Ich finde, das Machen macht mehr Spaß als das Essen. Bin ich grundsätzlich bei dir? Würde ich, also bin mir nicht mal sicher, ob ich das alles essen werde. Also wir haben jetzt bisher eigentlich nur gegessen in Wien, ein bisschen was gelernt, aber hauptsächlich wurden wir gemästet. Kannst du uns die Stadt noch ein bisschen zeigen, wäre das möglich? Mit großer Liebe, mit großer Vergnügen. Okay, dann waschen wir uns doch die Hände. Und das Kinn, du hast hier ein bisschen Schokolade. Wo? Hier? Ja, oder? Direkt hier. Jetzt da? Ist es zwei. Jetzt okay. Zwei. Ja. Dann wasche ich mich jetzt noch. Hier. Hier. Ah ja, warte. Ja, hier. Oh. Da ist. Ja. Hast du Schokolade. Wir machen uns jetzt sauber und danach geht's raus in die Stadt. Ja, da freue ich mich extrem drauf. Bist du schon immer in Wien? Ich bin nicht in Wien geboren, lustigerweise, sondern im Umland von Wien. Aber grob dann schon Wien. Also seit für meinem dritten Lebenstag in Wien. Deinen dritten Lebenstag? Oder war es der vierte? Ich kann mich nur dunkel erinnern. Aber also du warst wirklich sehr, sehr klein. Ja, ich war sehr, sehr klein. Und meine Mutter ist tatsächlich nur zum Gebären ins Umland gefahren, weil dort die Luftqualität besser ist. Aber ich finde, in Wien ist die Luft eigentlich ziemlich gut. Also dafür, dass es eine... Wie viele Millionen Leute leben hier? Ja, bald einmal wieder 2 Millionen. Der Wiener an sich hat einfach ein grundlegend anderes Lebensverständnis, finde ich. Als der Mensch. Als der Mensch an sich. Als der Hamburger, ja. Also das Wienerische hat doch auch so was Beklagendes. Aber es ist so...
Also ich habe das Gefühl, wenn ein Wiener spricht, es klingt immer klagend, aber er ist nicht auf Mitleid aus. Und das ist das Angenehme. Im Gegensatz zu zum Beispiel München, wo die Leute zwar sich beklagen, aber auch Mitleid wollen. Ja, weil es ja nichts hilft. Ne? Besser wird es nicht. Das hilft nichts. Es ist so, wie es ist. Ja, wir gehen heute noch zu einem Friedhof. Und das ist, glaube ich, das ist auch typisch Wien. Dass man dann so fragt, was sollen wir denn in Wien machen? Und dann wird einem Friedhof empfohlen. Ja, aber das muss man sagen, das unterscheidet die Wiener am Friedhof von den Wienern, die hier zum Beispiel herumspazieren. Die Wiener am Friedhof klagen nicht. Weil die nicht mehr können. Ja, die haben es hinter sich. Aber apropos, was ist das für ein crazy Building hier hinter uns? Was kannst du über diese Site sagen? Ja, the building here is the dome. It's a dome. Es ist nicht der Prater Dome. Also der Prater Dome ist ja mehr so eine Disco. Da gehen wir gleich noch hin. Ah, cool. Du hast ja leider keine Zeit, aber... Ja, leider uncool. Aber das ist hier der Stephens Dome. Ja, steht schon ein bisschen länger als der Prater Dome. Der ist auch echt schön. Also sehr benutzerfreundlich, gerade im Vergleich zum Kölner Dom zum Beispiel, wo man regelmäßig Leute an ihren Brennweiten zerbrechen sieht, weil sie einfach nicht weit genug weg können, um den ganzen Dom einzufangen, gibt es hier eine kleine Version. Das ist echt sehr, sehr freundlich. Ja, den zweiten Turm haben sie ja nicht fertig geschafft. Ah, der da? Ja, der hätte auch genauso hoch werden sollen, aber war irgendwann mal zu Ende. Und wie es halt mit den Wienern so ist, der Ehrgeiz ist überschaubar. Also man will in den Himmel, aber man denkt sich dann irgendwann so, es muss auch reichen. Die Hälfte genügt auch, ja. Und sie haben sicher ein paar Jahre dann geredet, nächstes Jahr machen wir es wirklich fertig. Und dann kam aber die Pest oder Corona. Und jetzt haben sie es immer verschoben und irgendwann mal haben sie gesagt, eigentlich hübsch so, ne? Ist Wien eine sehr religiöse Stadt? Also ich meine, es gibt ja sehr viele religiöse Gebäude, aber... Ist es so, also ist es normal hier für die Leute, einer Religion anzugehören, oder? Ich würde sagen, der religiöse Bodensatz ist sehr hoch. Also das Österreich ist einfach ein grundkatholisches Land aus der Geschichte, weil es den Habsburgern ja immer wichtig gewesen ist, katholischer Herrscher zu sein. Und einfach der Katholizismus hier alles beherrscht, hat ja auch die Protestanten übelst rausgeekelt. Und dieser Bodensatz ist einfach noch immer massiv, auch wenn es im Alltag jetzt mit Sicherheit sehr wenig Rolle spielt oder verglichen zu früher gar keine mehr. Was aber sicher stimmt, ist, dass ja die Katholiken in Wirklichkeit die totalen Hedonisten sind, ne? Nur dürfen sie es nicht zeigen. Also es gibt halt dann wenige Tage, an denen sie es zeigen müssen und da freuen sie sich dann auch. Ja, wobei es bei uns nicht so auf Befehl ist wie bei euch im Karneval oder so, dass dann alle lustig sind und Spaß haben. Jawohl! Aber nein, bei uns wollen eigentlich, möchte schon jeder so viel Vergnügen aus dem Leben raus zuzeln wie nur möglich. Aber nach außen hin halt immer die Fassade bewahren. Das sind wir über Jahrhunderte gewöhnt. Eigentlich wie so eine kleine Mozartkugel. Außen morbid, innen cremig. Wunderbares Bild. Außen braun, innen süß. Gut, da bist du nicht die Erste, die das... so vergleicht und ich werde so auch nicht die Letzte nicht, sein. Bundespräsident, so sind wir nicht. Was denkst du, wie sollen wir unseren Tag in Wien jetzt noch ausklingen lassen? Geplant sind Prater und Friedhof. Ist das repräsentativ für das österreichische Gemüt? Ja, klingt ausgezeichnet. Dazwischen würde ich ein Schnitzel essen. Cool, vielen lieben Dank, Peter. Ich sag danke. Macht's mal gut und bis hoffentlich bald. Was wäre ein Wien-Aufenthalt ohne ein Schnitzel? Es wäre wahrscheinlich ein gesunder kleiner Urlaub. Aber nicht nur ist es ein Schnitzel, es ist tatsächlich ein glutenfreies Schnitzel. Und ich glaube, also ich weiß, ich habe das noch nie gegessen. Wir sitzen hier mit Valentina. Hi, Valentina, eine Frau aus unserer Community, die... Oh, Thomas kommt. Thomas hat einen Fisch bestellt. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Sieht super aus. Valentina, du hast uns hierhin ausgeführt zu diesem glutenfreien Schnitzel. Und bevor es kalt wird, würde ich sagen, wie sagt man in Österreich? Mahlzeit. 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 Moll. Mahlzeit. Ein guter Tag. Ich bin immer skeptisch, wenn die Sachen glutenfrei sind, die ich nicht kenne, glutenfrei. Aber wenn es dann alles auseinanderfällt, denke ich, ja, doch. Das muss es sein. Es ist sehr, sehr gut. Es ist wirklich
Es ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich verstehe jetzt den Hype. Ich glaube, es war auch viel Arbeit, das so hinzukriegen. Wir essen jetzt noch das Schnitzel und dann geht's weiter zum Prater. Was bei keinem Wien-Aufenthalt fehlen darf, ist ein Besuch auf dem Prater. Der Prater, wie beschreibt man es? Es ist schwierig. Es ist eine Art ganzjährig stattfindender Jahrmarkt. Es wird einem die gute Laune aufgezwängt und bei mir zumindest funktioniert es. Ich mag sowas eigentlich ganz gerne. Ich mag auch sehr gerne, wie zum Beispiel hier Wonder Woman ein Gerät ist. Weil ich finde, Feminismus, ja, schön und gut, haben wir alles schon gesehen, aber eine richtig starke Frau ist nicht nur eine Frau, sondern auch ein Karussell. Wir haben eine Drehgenehmigung. Ich gebe Ihnen das. Ja, wir waren zu krass von dem Weihnachtsmarkt. Wir wurden leider von zwei Security Guards rausgeschmissen. Von zwei Securities, die eindeutig von dem Laden waren. Die haben nämlich die Nora gesehen. Drehgenehmigung, deswegen ist es nein, Mann. Wir haben einfach, wir waren der Endboss. Okay, perfekt. Ja, alles gut. Cool, danke schön. Viel Erfolg, danke. Ja, danke. Wir treffen nochmal eine junge Dame aus der Community. Thomas hat in der Community gefragt, ob jemand sich... Passt, ich bin da. Ich schreibe jetzt kurz der Frau von der Community, wo wir sie treffen. Ich weiß nicht genau, was ein guter Treffpunkt ist, aber... Ich schicke ihr einfach ein Foto von diesen Puppen. Hey, komm zu den zwei riesigen Drehpuppen. Du kennst uns. Wir machen YouTube-Videos. Du hast den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Hättest du Bock, mit uns auf dem Prater ein bisschen abzuhängen? So stelle ich mir die Nachrichten vor, die du den Leuten schickst, oder Thomas? Nur in etwa, ja. Ach, hallo. 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 Ah, du hast Verstärkung mitgebracht, falls wir super Creeps sind. Ich habe auf euch gewartet und dann habe ich einen angerufen und gefragt, ob er mit mir was trinken geht, während ich auf euch gewartet habe. Ja, das verstehe ich völlig. Es tut mir leid, dass wir ein bisschen zu spät sind. Wir hatten einfach keine Ahnung, wie groß diese Schnitzel sind, die einem hier serviert werden. Wollt ihr Schnitzel essen? Wo wollt ihr Schnitzel essen? Da fragst du mich was. Schau dir das Video an, dann siehst du, wo wir waren. Also, habe ich eine Überraschung für später. Ja, so cool. Ja, cool, dass du da bist. Hallo, dass du. Magst du mitkommen? Ich würde sehr gerne mitkommen, ja. Ist dein Name Diego? Kann das sein? Ich krieg so Diego-Vibes von dir. Das hast du sehr gut herausgefunden. Aber nicht Diego. Ja, nicht Diego. Okay. Ich muss das nochmal in die Kamera, nicht Diego. Okay. Was ist das für ein Name, Diego? Aus Vorarlberg, also wir können auch Vorarlbergerisch und Schweizerdeutsch miteinander reden. Oh, lieber nicht. Dankeschön, Diego. Wir bleiben beim Hochdeutsch. Wir wollen ja, dass es... mehr als nur 400 Leute gerne anschauen. Gibst du dir jetzt eigentlich gerade Mühe, nicht wienerisch zu sprechen, wenn du dich mit mir unterhältst? Nein. Oder ist das... Überhaupt nicht. Ich werde sehr oft gefragt, ob ich Deutsche bin. Wirklich? Ja, ich finde auch, du hast so ein sehr klares Sprachbild. Also wenn Österreichisch... Ich finde, wienerisch klingt immer so... Österreichisch ist ja ein sehr breiter Begriff, aber wienerisch klingt immer so, als würde man über eine Katze fahren, ganz langsam. Und die Katze sagt aber was Schlaues. Also die Katze hat Philosophie studiert und man fährt ganz, ganz langsam drüber und hört trotzdem noch zu, weil sie einem was zu sagen hat. Und so klingst du eigentlich nicht. Du klingst nur, als würde man eine Katze mit einem ganz schweren Handschuh streicheln. Nur so klinge ich. Ja? Ich glaube, es ist ein Kompliment. Ich nehme es einfach als Kompliment. Aber, oh mein Gott, ein Schweizer Haus. Ich hatte keine... Nein, es zieht sich einfach durch. Immer, wenn ich irgendwo bin, ist es einfach Schweizer Haus. Hey, was ist das? Kannst du mir helfen? Wieso? Das ist das bekannte Schweizer Haus. Da gibt es Stelze zu essen, vor allem Stelze. Was gibt es dort? Stelze. Das ist was so ist das? Ein gebratener Schwein, eine gebratene Schweinskeule. Das klingt überhaupt nicht so wie etwas. Ja, das klingt aber gar nicht wie was man in der Schweiz essen würde. Was esst ihr in der Schweiz? Käse. Ja, das tun wir ja auch, das stimmt. Ich habe irgendwie die Orientierung verloren. Also muss man überhaupt sich orientieren können auf dem Prater? Wozu? Wohin willst du denn das? Du willst doch eigentlich nur hier bleiben, oder? Ich möchte halt schon ein bisschen Spaß haben noch. Ja, magst du mit was fahren? Oder was streicheln. Dort drüben sind Tiere. Können wir die streicheln? Kannst du streicheln, ja. Oder, ja, wenn du wahrscheinlich aufs Pony setzt.
Stirbt es dann? Ja, wahrscheinlich stirbt es dann. Dann ist es so schwer und so groß für Ponys. Dann finde ich so übermorgen in der Dusche, ich wollte gerade sagen, morgen in der Dusche, es ist unrealistisch, dass ich jeden Tag dusche, aber übermorgen finde ich dann so hinten unter meiner Pobacke so ein Pony. Ein ziemlich frisches Brieslein hier oben. Aber das ist ganz gut, man ist ja relativ distanziert von der Welt. Das ist Corona-safe hier. Also ich glaube, ich sag dir, ich kann jede Lockdown-Maßnahme mitmachen, aber ich könnte nicht die ganze Zeit auf so einem Karussell sein. Das ging einfach nicht. Du scheinst ja super gechillt zu sein. Super gechillt. Ja. Ist das so ein Wiener Ding, dass man einfach so, ah oh ja, Prater, ach ja. Also hier in Wien fühlt man sich sowieso immer besser und höher als alle anderen und da kann man das richtig ausleben. Ich weiß nicht, ich glaube, das sind so Napoleon-Komplexe, die wir ausleben dadurch. Aber ihr seid ja nicht besonders klein. Also ich finde, der Wiener an sich sieht eigentlich ziemlich durchschnittlich aus. Ich glaube, ich bin überdurchschnittlich groß. Ich spiele auch Basketball. Wirklich? Ja. In Wien? In Wien. Jetzt ein bisschen östlich von Wien beim Friedhof der Namenlosen, wo der Josef Fuchs uns schon erwartet. Ich weiß nicht ganz genau, was der Friedhof der Namenlosen ist, aber ich glaube, es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Guten Tag, Herr Fuchs. Hi, Hazel. Hallo. Freut mich sehr. Freut mich auch. Das ist der Thomas. Gut, hallo. Hallo. Es gibt gerade viele Namen für einen namenlosen Friedhof, ja. Aber Sie sind sich wahrscheinlich gewohnt, dass Leute herkommen und gar nicht so richtig wissen, was es ist, oder? Ja, das ist richtig. Die meisten Leute wissen nicht, was da wirklich passiert ist hier unten. Sind Sie der Verantwortliche hier für den Friedhof? Ja, sagen wir so, wir pflegen den Friedhof jetzt schon in dritter Generation. Können Sie uns vielleicht den Friedhof gleich mal zeigen oder grundsätzlich erklären, was ist denn ein Friedhof der Namenlosen? Also es sind Leute, die haben ja schon einen Namen, aber sie wissen den Namen nicht. Na schon, also von teilweise wissen wir die Namen schon, die sind identifiziert worden im Nachhinein. Aber ursprünglich war es so, der Friedhof ist von, sagen wir so, gleich ein bisschen zum Ausholen, von 1840 bis 1900 ist der erste Friedhof gewesen. Da sind 478 begraben worden, alle als unbekannt. Die sind direkt da gegenüber vom Donauufer angeschwemmt worden, wo heute die Asphaltfläche ist, und sind direkt dort bestattet worden. Und nachdem der Friedhof aber mehrmals im Jahr überschwemmt wird, haben sie dann um 1900 den Friedhof hier errichtet mit dem Schutzdamm, damit er nicht überflutet wird immer wieder. Und der hier wurde noch nie überflutet oder nicht so oft? Naja, es ist schon so, wenn länger Hochwasser draußen ist in der Donau, dann spiegelt sich das aus und dann ist es eben, kann man sagen, blattvoll, der Friedhof hier mit Wasser. Und was machen Sie dann? Also dann einfach warten, bis das Wasser weg ist? Ein bisschen Geduld, dann geht das Wasser, sinkt wieder ab. Es ist kein fließendes Wasser, es ist nur alles grau einige Wochen lang, aber dann ist wieder alles in Ordnung. Und dann zwei Monate später sprießt und blüht es? Blüht wieder alles, ja. Wie ist denn Ihr Großvater damals auf die Idee gekommen, einen Friedhof für Namenlose zu machen? Weil ich finde, es ist eigentlich so die ultimative Respektbekenntnis, dass man sagt, jemand hatte ein Leben, wir wissen aber nicht, wer es ist und er verdient oder sie jetzt die letzte Ruhestätte. Ja, Sie haben es genau am Punkt getroffen. Der Großvater, wie gesagt, hat den Friedhof damals übernommen, wie der vorhergehende Totengräber aufgehört hat. Hat dann die restlichen Bestattungen durchgeführt. Und dann, wie gesagt, sind die Kriegsjahre gekommen. Und nach den Kriegsjahren hat er dann den Friedhof wiederum besucht, hat er gesehen, es ist alles weg gewesen, es ist alles verkommen. Und hat den Friedhof wiederum in einen halbwegs ansehnlichen Zustand gebracht. Und wenn Sie sagen, dass im 19. Jahrhundert hier viele Leichen angeschwemmt wurden in der Donau, passiert das immer noch? Also finden Sie ab und zu noch Leichen in der Donau? Nein, momentan, das ist die letzten Jahrzehnte nicht mehr. Es war früher so, früher war der Hafen nicht so weit ausgebaut. Mhm. Und in den Vorkriegsjahren sind dann die Speicheranlagen errichtet worden und da ist auch die Hafeneinfahrt verlängert worden. Und da ist der Wasserstrudel, der die Leichen immer angeschwemmt hat, dann eigentlich weg gewesen. Und damit sind nicht mehr so viel geborgen worden aus der Donau. Also es ist wirklich jetzt auch schon inhaltlich wirklich das Gegenteil vom Prater. Ich finde es sehr, sehr schön hier. Ich finde es auch echt eine
richtig wahnsinnige Aufgabe, dass Sie gesagt haben. Also war Ihnen das schon immer klar, dass Ihr Großvater das gemacht hat, dann hat es Ihr Vater gemacht und Ihnen war schon als kleiner Bub klar, ich übernehme den Friedhof? Das hat sich dann so ergeben, ja. Das war dann schon klar so mal. Ja. Was muss man so für Eigenschaften haben oder was ist Ihre Aufgabe hier beim Friedhof? Ich denke, Sie werden ja nicht nur YouTube-Videos drehen den ganzen Tag. Nein. Es ist so, wir lassen den Friedhof in dem Zustand, wie er ist. Einfache, schlichte Grashügeln. Es wird nichts modernisiert, es bleibt einfach so. Das, was wachsen tut, ist hauptsächlich Unkraut, was hier wächst. Mhm. Ein paar Blumen halten sie, weil das ist alles Schwemmsand, das ist keine nahrhafte Erde nicht in dem Sinn. Und wie gesagt, die Kreuze, das lassen wir so. Es wird nichts modernisiert und es soll eigentlich an die Zeit zurückerinnern, die damals war. Mhm. Wie kann man sie unterstützen? Ist es auf Spendenbasis oder kann man auch freiwillig helfen und hier ein bisschen arbeiten? Ja, das hat sich auch ergeben. Und zwar, wir haben immer wiederum das Hafen Open Air. Das ist eine Veranstaltung, wo junge Bands spielen dürfen übers Wochenende da. Und da sind auch andere dabei, wie Fendrich, Ambros, also lauter österreichische Gruppen hauptsächlich. Und da gibt es eine Motorradgruppe, die Red Biker, ne? Und die waren auch mit dabei bei der Veranstaltung. Und dann sind sie mal rübergekommen und haben gesagt, wie schaut es aus, können wir da helfen? Sag ich, ja, ist kein Problem. Und dann machen wir einmal im Frühjahr einen Putz und einmal im Herbst einen Putz. Dann schick gemütlich zusammensitzen, ein paar Würsteln essen. Ich wusste schon, da muss noch ein Würstel irgendwo vorkommen, sonst wäre es nicht ein Kulturangebot in Wien. Genau. Richtig. Wiener haben schon ein sehr entspanntes Verhältnis zum Tod, oder? Also es gibt ja schon so eine morbide Faszination, die sich durch diese Stadt zieht. Würden Sie das bestätigen? Ja, das stimmt schon. Ja. Woran liegt das? Da bin ich selbst überfragt, warum das kommt. Also das. Aber es ist ja eigentlich ganz angenehm, oder? Also ich habe das Gefühl, in jeder anderen deutschsprachigen Großstadt wird immer so getan, ah, wir müssen jetzt noch alles erledigen, oh, auf keinen Fall mit dem Tod konfrontiert sein. Und in Wien habe ich das Gefühl, freut man sich fast ein bisschen, dass es irgendwann vorbei ist. Naja, da tue ich mir schwer irgendwas zum so Antworten drauf. Wird auch selten hier so viel geplappert, glaube ich, auf diesem Friedhof, wie seit ich da bin. Es tut mir leid, dass ich Sie hier aus der Komfortzone rausreiße. Nein, das passt schon so. Wie ist es denn geregelt? Sie haben jetzt gesagt, das hat Ihr Großvater schon gemacht, Ihr Vater hat es schon gemacht. Ich muss jetzt natürlich auf dem Friedhof stehend fragen, was ist denn, falls Sie einmal nicht mehr sind, haben Sie für einen Sohn gesorgt oder eine Tochter, der oder die das macht? Ja, mein Sohn ist mittlerweile auch schon 40 und wenn ich mal keine Zeit nicht habe, bei irgendwelchen Veranstaltungen, die sind, dann macht er das. Sehr gut. Der weiß auch schon, dass er selber auch noch mal ein Kind braucht. Ja, ich hoffe, dass er sich demnächst bemüht. Das heißt also, dieser Friedhof motiviert Sie alle, immer neues Leben in die Welt zu setzen? Ja, sozusagen schon. Ich glaube, das war der wienerischste Moment, wahrscheinlich der Geschichte Wiens, dass wir auf einem Friedhof das Leben bejahen. Herr Fuchs, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn jetzt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer auch mal zum Friedhof der Namenlosen kommen wollen, gibt es irgendwas, was Sie beachten müssen? Nein, wir brauchen nichts beachten. Sie können den Friedhof selbst jederzeit betreten, der ist immer offen und zugänglich. Nur die Kapelle und die Totenkammer ist versperrt und wenn jemand mehr wissen möchte oder mehr sehen möchte, dann braucht man nur Kontakt aufnehmen und das funktioniert. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar spannende Ecken von Wien kennengelernt und Lust gekriegt, die Stadt selber mal zu besuchen. Vielleicht wohnt ihr auch selber in Wien und habt die Stadt von einer neuen Perspektive gesehen. Das war's von uns erstmal. Bald heißt wieder Europa, was geht? Mit Hazel und Thomas. Wie sagt man in Wien? Baba? Baba, pfiat euch. Baba, pfiat euch. Wien, da ziehen wir hin, wenn wir Rentner sind, oder? Okay. Dann wird nur noch Kuchen gegessen. Ich finde, das ist so eine richtig schöne Stadt, wo man Rentner sein kann. Ja, das stimmt. Aber ich will früh Rentnerin sein. Ja, so mit 40. Ja, spätestens. 45. Ja, du bist dann 45, ich bin 40. Ja. Weil ich halte es nicht mehr lange aus, diesen Druck. dieses Leben auf der Überholspur. Was? Ich soll alle 2 Wochen für 2 Tage irgendwas machen? Ich weiß nicht, Leute. Ich ziehe mir eine Korthose an und esse ein Stück Linzertorte. In der Slowakei benutzt man sehr gern so
den Diminutiv, also dieses Versüßlichung. Also man sagt nicht, man trinkt jetzt einen Kaffee, sondern ein Käffchen. So. Und das benutzt man sehr, sehr oft hier. Also wir trinken keinen Kaffee, sondern ein Käffeli. Es ist ein bisschen so wie die Schweiz, finde ich hier. Also es gibt ähnlich viele Leute, es ist ähnlich groß. Ich finde es eigentlich sehr angenehm, aber es ist schon deutlich günstiger. Ja, die Leute sind ein bisschen cooler drauf als in der Schweiz.